Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Trumsim. Mein Name ist Felix Keller und heute geht es um die Class 66. Das ist eine neue Lok, die er eingebaut hat. Und ich würde sagen, wir starten mal das Spiel. Das ist ein bisschen schnell, glaube ich. Und das Mikrofon ist ein bisschen laut. Ich mache mal eben ein bisschen das Mikro leiser. Genau. Sie haben Scansoft, Steffi, Brief 40, 16 KHZ als Standardstimme des Computers ausgewählt. So, falls es doppelt hört, das kann ich nicht wirklich ändern. Ihr werdet es ein ganz bisschen doppelt hören. So. Trans mit einer Depp, bitte wähle einen Link-Eintrag mit den Pfeiltasten, dann drücke Enter, um ihn zu aktivieren. Wir müssen zum Stratbusse, British Rail. Und Enter. Klass 66 mit Güterzug. Du bist in der Simulation der GBRF Klass 66.779 Evening Star. Solltest du diesen Menüpunkt das erste Mal gewählt haben, lies bitte die Hilfe im Spielordner aufmerksam durch. Jo, Lüfter läuft. Oh, oh. Batterie aktiviert. Okay. Bremse lösen. Bremse gelöst. 0. Du bist schon 0 Meter gefahren. 5. Und ich würde sagen. Da ist er. Und ich würde sagen, wir starten. AFG aktiviert. Zugspitze. Vor dem Zug. Da kommt er. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 km pro Stunde. Wir lassen ihn einfach mal beschleunigen.
64 km pro Stunde. Das ist der Zug. Da ist er vorbei. Und wir lassen ihn mal anfahren. Ja, der Sound ist geil. Wenn ich den Motor jetzt abstelle. Motor aus. 95. 97. Motor an. Ich starte ihn mal wieder. 29.366. 6.5. 160. Minus 32.100. Warum auch immer. 104 Kilometer pro Stunde. Da sind wir auf Höchstgeschwindigkeit, was die Lok hier schafft. 109 Kilometer pro Stunde. 113 Kilometer pro Stunde. 115 Kilometer pro Stunde. 116 Kilometer pro Stunde. Da kommt er. Na gut. 120 Kilometer pro Stunde. 27.143. 26.841. Du bist schon 4.160. 4.5. 4.5. AFB der aktiviert. 120 Kilometer. 120. 120 Kilometer. 119 Kilometer pro Stunde. 118 Kilometer pro Stunde. 118 Kilometer pro Stunde. 118 Kilometer. AFB aktiviert. 118. Und wir fahren mit unserer Diesellok dahin. Ups. Das war meine Waldseile. Keine Zwangsbremsung vollziehen, weil das braucht Ewigkeiten, um ihn zu beschleunigen. Na gut, so schwer wie unsere Ladung da hinten dran ist, gar. Stunde. 119 Kilometer pro Stunde. 119 Kilometer pro Stunde. 119 Kilometer pro Stunde. Der ist schon schön, der Motor, muss ich sagen. Der gefällt mir.
118 Kilometer pro Stunde. HF. Wie viel Alt kann der denn hoch hier? HFD aktiviert. Der hat aber einige Fahrstufen. Außen. Jo. 21.701. Kann ich die Scheibe denn aufmachen? Fenster geöffnet. Ja. Klingt aber nicht anders. Fenster geschlossen. Also wenn man fährt, ist der Diesel also auf stumpf geschaltet. Stumpf, sag ich, auf Leerlauf, also Standgas. Ich habe die Tasten jetzt extra nicht gesagt, weil ich werde noch irgendwann den Let's Learn Drumsim aufnehmen. Nächste Station, Zugspitze, Südenden, vor dem Zug. Da ist er. Man hört es nicht so wirklich. Nein, ich starte immer wieder. Ah.
Alarmanlage deaktiviert. Ich weiß nicht, ob B auch eine Hupe ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die AFB zu schwach ist, den Zug anzuziehen, oder ob ich aber irgendwas länger hätte warten müssen oder die Fahrstufe aufzuschalten hätte müssen. Ich weiß es nicht. Aber da werde ich den Auto mal fragen und ja, vielleicht kriege ich eine Antwort. Oh, was ist jetzt los? 119 Kilometer pro Stunde. Ah, zieht wieder an. Ja, okay. Mich würde das ja wirklich interessieren, ob die AFB den Zug wirklich nicht angezogen kriegt. Ich weiß es nicht, aber... 10.325. Das probiere ich nachher mal aus. Mit R können wir nachher an der 117 Kilometer pro Stunde. Aha. Er zieht nochmal an. Ich finde diesen Zug hier richtig genial. Der klingt schön. Na gut, die Fahrweise habe ich noch nicht so ganz kapiert, aber gut. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 2000 Meter voraus. Auch das. Bremst recht langsam. 8082, 108 Kilometer pro Stunde. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Batterie deaktiviert. Batterie aktiviert. 102 Kilometer pro Stunde. Sehr langsam. Würde aber da auch einiges zu schleppen hinten, ne? Kilometer pro Stunde.
Also eine Komplettbremsung braucht der sehr lang. 64 Kilometer pro Stunde. 62 Kilometer pro Stunde. 60 Kilometer pro Stunde. Ich lasse ihn jetzt absichtlich mal ein bisschen. 57 Kilometer pro Stunde. Bremse gelöst. 56 Kilometer pro Stunde. 56 Kilometer pro Stunde. Und jetzt ziehe ich die AFB an. AFB aktiviert. 57. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 Kilometer pro Stunde. Was? 6420. Habe ich was falsch verstanden, oder was? 65. Der Motor dreht komplett hoch. 73 Kilometer pro Stunde. Und beschleunigt den Zug. 6036. Der Motor ist wieder im Standgas. 100 Kilometer pro Stunde. 255. Ich habe eben fast 2 Kilometer gebraucht, um zu bremsen. Ich weiß nicht, 3039. Ob ich jetzt gleich nicht mal abbremsen sollte. Ab 1500 ziehe ich die Bremse. 1796. Weil ich noch nicht einschätzen kann, wie lange er zu bremsen braucht. 1553. So. AFB der aktiviert. Bremse angezogen. Ups.
Ich weiß nicht, wie lange er braucht. 680. Okay, jetzt hat er mir die Anzeige zur nächsten Station gegeben. Will ich jetzt auch nochmal abbremsen. 319, 77 km. Außen. Nächste Station. 256, 73 km pro Stunde. Das war nicht absichtlich, ich will wissen, ob das klappt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km pro Stunde in 400 Metern voraus. 67. 62, 64 km pro Stunde. Der wird durchfahren. Minus 31. Minus 31. 58 Kilo. 56. Minus 31. Wir bringen den Zug jetzt zum Stehen. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 Kilometer pro Stunde. Du bist leider entgleist und verlässt nun das Spiel. Die Entgleisungsdaten wurden erfolgreich aufgezeichnet. Logdatei wurde erfolgreich erstellt. Okay. Gut. Dann eben so. Sprachmodus schlecht. Infofrei, virtual Report, Zahl, virtual Report, Recording, Schalt, virtual Recorder, Dialog. Da passt immer noch was nicht. Irgendwie. Nun, Maximilian, für dich viel Spaß beim Hören. Ich weiß nicht, ob du es veröffentlichst. Wenn ja, hast du meine Erlaubnis. Wenn nicht, nicht. Alles klar, bis denn und tschüssikowski.